Hund drauf. Ja, ich weiß, es sieht leicht aus. Ist es aber nicht. Ich bin einfach nur so ein unglaublicher Pro. Ich guck mal kurz, was er da geschrieben hat. Und weiter geht's. Erstmal Lob bekommen für meine erste Folge, Prince of Persia. Die allererste, die jetzt quasi gerade erst am Start ist. Ich spiele ja schon im Voraus. Was vielleicht wegen den Kommentaren ein bisschen unfair ist. Wenn jemand was dazu sagen möchte. Perspektive schon wieder. Guck, hier muss ich lang. Aber, naja. Euer Lob reicht mir auch. Ich weiß ja. Ich weiß ja, was ich tue. Wobei, wenn jemand noch einfällt, wo es Lebens-Upgrades-Räume gibt und sowas, kann ich ja im Nachhinein immer noch langen. Das ist dann wiederum das Gute an dem Open-World. So schnell. Dass ich dann wieder zurücklaufen kann, um das zu machen. Und Teil 3 ist dann wieder linear, was ich sehr, sehr befürworte. Aber da ist auch nicht so wichtig, alles zu kriegen, weil da gibt es nur ein Ende. Das ist ein ziemlich gutes Ende für die Trilogie. Aber gereicht mir nicht vorweg. Die Zeit wird knapp. Während ich mit den Türmen kämpfe, arbeitet die Herrscherin an der Erschaffung des Sandes. Ja, aber jetzt hast du das Tor schon offen. Wir sind schon verflucht weit. Jetzt werden wir nämlich schon die Herrscherin treffen. Haha. Geil, ich habe früher immer viel länger gebraucht für einige Sachen. Okay, dann weg hier. Zu früh. Das habe ich zwar auch schon gesehen, aber... Hände waren schneller als Gehirn. So, Achtung, ja. Ninja-Rolle und solche Sachen. Cool. Es geht noch weiter runter. Das ist ja krass. Ich weiß geografisch auch gar nicht, in was von der Höhe wir eigentlich sind. Ja. Schalter ist nicht wichtig. Okay. Dann soll es so sein. Nee, hier war ich schon. Hua. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt einfach wieder zurück zur... Zurück zum, oh ja, sehr schön. Ja. Boah, geschafft. Das hat mich halb erwischt. Jetzt müssen wir, glaube ich, einfach wieder zurück zum, Warum fällt mir das Wort nicht ein? Thronsaal. Genau. Mann, oh Mann. Ich hoffe, hier sind nicht so viele Störgeräusche. Ich bin gerade mit dem Fuß ans Kabel gekommen. Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn es keine Kabel mehr gibt. Das sage ich auch schon ziemlich lange. Ja, guck mal, hier konnte ich mich abrollen. Das war nicht so gut. Ich möchte noch ein bisschen Sand. Oh, nice. Das haben wir beim ersten Mal wohl übersehen. Ach du, schon wieder. Oh.
bringen mich zur Seite. Oh. Ach ja, Löwenschwert. Und lame Gegner. Diese Kühnheit werdet ihr zahlen. Die Herrscherin mal in der Erschaffung des Landes hier. Bei den ersten beiden Malen habe ich wirklich wesentlich länger gebraucht, um so weit zu kommen. Das war für mich einfach nur Folter. Ich wollte das durchspielen, weil ich ein großer Fan war, aber hatte nicht so viel Spaß dran. Wegen halt dem Style, der Gewalt und allem Möglichen. Ach, kann ich auch quer darüber? Ja. Alles, was mir hilft abzukürzen, ist nice. Zum Beispiel auch hier, direkt über die Falle. Sehr gut. Nicht sehr gut. Jetzt habe ich so viel Sand verschwendet für nix. Ach, ist ein verworrener Weg. Oh shit. Er hat gelernt, mich in der Vergangenheit aufzuspüren. Aha. Dafür habe ich keine Zeit. Okay, what just happened? Mal kurz gucken, was mein Kumpel geschrieben hat, um mich abzureagieren. Oh Mann, was für ein Riesentext. Okay. Okay, weiter geht's. Hua! Speichern wir erstmal. Aber bevor wir uns zur Herrscherin begeben, möchte ich erstmal gucken, was es hier noch für Möglichkeiten gibt, diesen Raum zu ändern. Ich weiß nämlich, dass nicht auf dieser Seite, sondern auf der anderen. Hier allerdings nicht. Aber auf der Seite hier ist da unten nämlich noch ein Raum. Und da würde ich gerne hin. Ja. Zwar keine wirklich gute Kameraperspektive, aber ja. Kann ich da hinten runter? Wow. Erstmal planen, also. Kann ich dann da rüberspringen, wenn ich da an der Wand lang laufe? Ja, wird schon klappen. Nehme ich an. Okay. Das ist schon mal nicht richtig.
ich denn noch dahin? Ja, am besten wäre natürlich einfach da runter, ne? Aber nee, ich glaube, damit komme ich wieder hoch. Doch, das war richtig. Ich muss da irgendwie hin. Nein. Das ist nett von dir, dass du dich überall festhalten willst. Ich will es aber gar nicht schaffen. Ja, nein. Ach. Versuchen wir es so. Nein. Ach, Mann. Ja, ja. Was habe ich gemacht? Fragt ihr euch jetzt sicher? Ich habe wie ein Wahnsinniger auf die Leertasten-Taste gedrückt. Auf die Leertasten-Taste getastet. Was man eigentlich nicht machen soll, man soll eigentlich im Rhythmus drücken und stattdessen hat es geklappt. Ist nur die Frage, war es das wert? Ah, ja, war's. Sehr gut. Ah, jetzt sehe ich's. Wie gesagt, das würde alles zum Teil, also noch leichter gehen, wenn die Kameraperspektiven oft leichter wählbar wären. Ansonsten habe ich gegen die Kameraführung im Spiel eigentlich so ziemlich nichts. Ja, das schreit nach Life Breakdown. Drauf geschissen. Ich hab's nämlich schon geschafft, ja! Oh Mann. Und zwar hatte ich mir hier eine Notiz gemacht, dass ich über zwei Dinge noch sprechen wollte, genau. Einmal, das Medaillon, was er gerade benutzt hat, das wurde zwar am Anfang etabliert, als er auf dem Schiff war und das Medaillon geleuchtet hat, weil die Sandmonster-Mähne in der Nähe war. Aber es wurde nie erwähnt oder auch nur angedeutet, wo er das her hat. Ich meine, im ersten Teil hat den Dolch der Zeit und kann damit die Zeit manipulieren. Alles andere war ja nicht unbedingt magisch oder so. Und ich habe mich gerade in den Tod gestürzt. Wie habe ich das gemacht? Naja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auf mehreren Ebenen verwirrt. Auf jeden Fall, genau, das war das Mystische. Jetzt im zweiten Teil hat er einfach dieses Medaillon, was dann direkt reagiert. Oh, danke, dass ihr mich hier absetzt. Danke, Spiel. Super. Ich dachte, die wären wieder arschig, aber nein. Ach. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, ich bin überrascht, dass durch die Bugs, die wir hier ständig haben, nicht die Fallen trotzdem losgehen. Und wir dann einfach nicht wieder zurückkommen. Genau, hier war nämlich der Weg. Und ich springe einfach so selbstverständlich rüber. Ja, es ist ja sonst noch irgendwas. Da waren wir, glaube ich. Und da waren wir auch. Da unten ist höchstwahrscheinlich nichts. Okay. Begeben wir uns zur Herrscherin, aber erstmal speichern. Beenden wir den ganzen Schwansinns hier. Auf jeden Fall, es wurde nie so richtig etabliert, warum er jetzt plötzlich dieses Medaillon hat.
und warum das mit dem Sand hintergehen kann. Ich würde sogar noch sagen... Och, Mann. Aber habt ihr es gesehen? Das war nur eine Millisekunde. Das war nur eine Millisekunde daneben. Das ist, weil ich unkonzentriert bin. Ich möchte nämlich kurz sagen, das Medaillon... Cool fände ich ja, wenn es einfach ein ganz normales Medaillon wäre. Was er dann magisch macht, indem er es dann in diese Portale hält, wo wir die Lebensenergie herbekommen. Und dass darum die Lebensenergie sich auf ihn überträgt, weil es in seiner Rüstung ist. Das fände ich cool. Und so ist es natürlich eigentlich auch. Aber es gibt halt einen Haken. Und der ist, dass halt am Anfang ja gezeigt wurde, als er da auf dem Schiff war und die Landarmee in der Nähe war, hat das ja offensichtlich magisch reagiert, das Medaillon. Und deswegen ist es so ein bisschen so, Ich kenne mich auch mit persischer Mythologie zum Beispiel nicht aus. Ich weiß nicht, ob diese Sachen mit dem Sand der Zeit und solche Sachen, das nicht direkt, aber vielleicht was Ähnliches, und die ganzen Kreaturen und die Ideen, ob das nicht wirklich auf irgendwelchen persischen Geschichten basiert. Oh Gott, war das knapp. Guck mal, wie viele haben wir denn schon? Wir haben schon 5 von 9. Oder? 4, 8, 9, ja. 5 von 9. Ah, schon über die Hälfte geschafft. Die Zeit wird knapp. Seid ihr bereit? Ich habe nachgedacht, Kailina. Die Insel bietet euch wenig und sie wird euch noch weniger bieten, sobald ich vor eurer Gebieterin stehe. Kommt mit mir nach Babylon. Ihr könnt ein neues Leben beginnen, fern der Schrecken dieses Ortes. Es tut mir leid, mein Prinz, aber ich kann euer Angebot nicht annehmen. Der Thronsaal. Der Gigant. Wo ist die Herrscherin? Wo ist der Sand? Na? Hat jemand von euch kommen sehen? Ich habe extra nichts dazu gesagt. Ihr habt uns in eine Falle geleitet. Es tut mir leid, aber nur einer von uns kann das Schicksal heute überwinden. Ich habe extra nichts verraten oder angedeutet. Ihr seid die Herrscherin. Ich bat euch zu gehen, doch ihr kehrtet stets zurück. Dann begriff ich. Wenn ihr euer Schicksal ändern könnt, warum ich nicht auch das meine?